man zuerst die Geräte in der Reihenfolge hat, die wir selber eindeutig in unserem Herrschaftsgebiet haben und die unabhängig von der Hardware sind. Das heißt also, ich würde eigentlich vorschlagen, dass man die ehemals Soundflower, jetzt Ultraschall-Hub-Geräte nach vorne buxiert und dann dahinter sich die Hardware-Geräte anordnen, weil ansonsten bei jedem Umstöpseln der Hardware gerade die ganzen Routing-Geschichten mit N-1 und sowas einem sofort gegen die Ohren fliegen. Mhm. Einmal. Ich würde vorschlagen, dass man Geräte, die einmal hinzugefügt worden sind, die dann aus irgendeinem Grund kurzfristig verschwinden, weil man den Hub abzieht oder sonst was aus Versehen, dass die nicht sofort verschwinden, sondern auf Offline geschaltet werden. Also, ne? Dann ist noch so ausgegraut, ist das Gerät quasi noch da, aber der Rechner weiß, naja, nicht wirklich. Weil dann würde auch nicht so oft die Reihenfolge durcheinander fliegen. Ja, also im Prinzip ist das ja jetzt hier so. Ich habe jetzt hier das H6 noch drin liegen. Frage ist, taucht das jetzt eigentlich in Reaper dann auch noch auf? Da ist es nämlich jetzt, wie ich das hier sehen würde, nicht mehr da, ne? Ja? Weil ich habe bemerkt, dass Geräte manchmal diese Eigenschaft haben, dass sie grau werden, aber noch da sind und manchmal verschwinden sie vollständig. Und mir ist da keine Logik aufgefallen. Tja, ich sehe hier ehrlich gesagt wenig, was man hier jetzt ändern oder manipulieren könnte, um quasi dieses H6, also ich kann das H6 jetzt hier beispielsweise auch gar nicht mehr anklicken. Was kann ich verbinden? Also verbunden ist es schon. Ja? Okay. Sobald ich den jetzt hier rausnehme, ist er weg. Und jetzt kann ich natürlich auch nie wieder hinzufügen, bis ich ihn mal wieder dran gestöpselt habe. Ne? Also das ist alles schon ein bisschen ekelhaft. Ich bin gespannt, wie weit der Daniel da kommt. Ja, es wäre ja durchaus eine Welt denkbar, in der man um diese Hauptgeräte hier quasi komplett rumkommt, beziehungsweise er das so hackt, dass schon ein Hauptgerät angelegt wird, aber das überhaupt nicht über diese Steuerung hier geht und dass man dort dann eigene Spielregeln definieren kann, wann welche Geräte noch weiterhin auftauchen oder nicht, beziehungsweise dass man vielleicht sogar zu einer Ebene kommt, dass ich innerhalb von Reaper eigentlich immer so denselben Stack habe und unabhängig davon, ob ich jetzt ein 2-Kanal-Audio-Interface anstöpsel oder ein 8-Kanal-Audio-Interface, er nach einer klaren Logik erstmal die Kanäle auffüllt, ja, die man hinten irgendwo hat, sodass ich also beispielsweise immer mal von vorne nach hinten die Eingangskanäle erstmal alle in Serie geschaltet habe und ob es dann 2 oder 6 sind, ist dann gar nicht mehr so kriegsentscheidend. Ja, also das wäre schon eine Welt, die man sich sehr gut vorstellen könnte, aber da hängt vieles davon ab, wie Daniel da so zurande kommt. Mhm. Generell ist der Gedanke aber schon, dass sein Tool so mächtig sein soll, wirklich beliebiges Audio von überall nach überall in beliebigen Kombinationen schalten zu können. Da wird man dann auch sehr, sehr viel über die GUI reden müssen und da hoffe ich dann auch auf die Community hier. Vielleicht machen wir dann dazu auch speziell irgendwie einen Workshop auf dem nächsten Podlove-Event oder gucken, dass wir irgendwie mal so eine Google-Hangout-Geschichte veranstalten oder sowas, was dann also so Ansätze wären, um sowas irgendwie vernünftig bedienbar zu machen. Ich finde so eine Routing-Matrix eigentlich ganz nett, finde aber, dass hier immer noch irgendwie viel falsch läuft. Also, dass hier die Stereo-Kanäle erst kommen, dann kommen nochmal alle Mono-Kanäle, das will ich doch alles irgendwie konfigurieren können. Ja, also, wenn ich ein Stereo-Device hier angelegt habe, will ich dann noch nicht links und rechts die Kanäle einzeln beschicken. Ja, das macht die Sache nur alles total unübersichtlich. Also, da ist schon noch viel Optimierungsbedarf. Innerhalb von Reaper geht da, glaube ich, nicht viel. Was ich ja wirklich absurd finde, ist, egal auf welchem System, dieses Menü hier, dass man da oben nichts mehr sieht, obwohl hier unten tonnenweise Platz ist. Ich habe noch keinen Rechner gesehen, auf dem das irgendwo anders war, also auch unter Windows nicht. Das scheint mir kein Mac-Problem zu sein. Hat einer von euch irgendwo das schon mal in funktionierend gesehen? Das ist doch irgendwie absurd, oder? Ich werde da auch unbedingt nochmal einen Bug-Report im Board ablassen, wenn es da nicht eins gibt, weil das ist für uns ja schon ein sehr zentrales Werkzeug und da möchte man doch irgendwie sehen, was da passiert. Hm. Ich notiere mir das gleich mal. Was notiert ist gut. Ja. Wenn wir schon bei dem Thema Routing-Matrix in Reaper sind, ja. Was mich da sehr stört, ist, dass da eben sehr viele Sachen automatisch auftauchen und man nicht in der Lage ist, die selber auszublenden. Also ich weiß, du bist ja auch so ein Fan von Minimalismus. Das stimmt nicht ganz.
Ah, okay. Dann habe ich das noch nicht gelernt. Dann können wir gleich mal kurz... Man schließt ja manchmal Geräte an, die haben zwei Input- und zwei Output-Kanäle und man braucht entweder nur den Input oder nur den Output, aber man hat immer den ganzen Salat und die Routing-Matrix wird immer länger und immer unübersichtlicher. Ja, okay. Ich schreibe kurz die Sache hier, dann gehen wir darauf ein. Dazu wäre ich jetzt gekommen. Teil der Konvention wäre, dass man auch Benamungsvorschläge natürlich machen könnte. Das ganze Thema Benamung von und quasi Entfernen von einzelnen Elementen ist schon irgendwie ein sehr, sehr kompliziertes. Was Reaper hier anbietet, ist halt generell, müssen wir eben gucken, wo liegt das hier eigentlich? Das war, glaube ich, irgendwo ziemlich weit oben. Oder war es hier unter Audio einfach? Genau, hier ist es. Du hast in den Reaper Preferences direkt in Hauptaudio die Möglichkeit, Input Channel anders zu mappen und anders zu benennen. Und damit kann man schon mal ein bisschen sich das Leben schöner machen. Wenn ich jetzt also hier mir mal angucke, das sind die Input-Channels, genau. Dann ist das rechte das, was die Hardware quasi vorgibt und das linke ist das, was dann innerhalb von Reaper angezeigt wird. Ja, was du hier also schon machen kannst, ist, dass du zumindest schon mal den Sachen irgendwie nochmal Namen gibst, die irgendwie dauerhaft schön sind und wenn du die abspeicherst und dann das Setup nie änderst, dann bleibt das auch alles so. Das Drama ist halt wirklich, wenn du dann wiederum deine Hardware änderst und ein anderes Gerät einschleppst, fliegt der Ganze wieder völlig aus der Kurve. Was du natürlich machen kannst, ist hier mit Load und Save dann auch dafür dir Presets bauen. Die werden aber nicht gekoppelt mit dem Projekt automatisch. Das heißt also, da musst du dann wirklich daran denken, sobald du irgendwie dein Hardware-Setup änderst und ein anderes Preset reinlädst, dann würde ich so sagen, okay, jetzt möchte ich auch hier meine Mapping-Tabelle wieder laden. Trotzdem ist das schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Das war vor allen Dingen irgendwie gut, als wir noch Original-Soundflower hatten und diese Strings so elend lang waren, war das überhaupt ein Weg, hier ein bisschen Überblick reinzukriegen. Da wir die jetzt in dem Ultraschall-Hub selber schon sehr kurz gehalten haben, die Namen, ist es jetzt ein bisschen weniger schlimm. Trotzdem, der hier ist übrigens falsch, sehe ich hier gerade, der müsste dann irgendwie Gastteil, was ist denn, ach ja, das ist nämlich ein altes, falsches Mapping von mir hier, seht ihr schon, ja, die angezeigten Einspieler mappen jetzt hier auf Skype Gast und Skype Send, das macht total super viel Sinn hier. Ja, und was lebt? Was lebt? mit den Output-Channels kannst du das genauso machen. Was man schon mal auf gar keinen Fall tun sollte, ist diesen dritten Schnuffi hier aktivieren. Der zeigt ja nämlich noch unorthodoxe Stereo-Channel-Pairs an. Ja, und dann hast du nämlich nicht nur, dass 1 und 2 zusammengebündelt sind und 3 und 4, sondern auch noch irgendwie diverse andere Iterationen. Das ist schon mal der totale Schwachsinn. Aber ich gebe dir recht, eigentlich, wenn ich jetzt einen Prisonus habe und ich nutze regelmäßig eigentlich nur 4 Kanäle davon und habe den Rest so als Backup für solche Spezereien hier, möchte ich den ganzen Rest hier gar nicht haben. Das geht weder in Reaper, noch geht es in der Audio-MIDI-Steuerung. Das heißt also auch hier, wo es ja nur wirklich eigentlich schön wäre, dass ich jetzt sagen kann, so, ich möchte jetzt genau diesen Kanal hier nochmal irgendwie abwählen. Ja, ich kann hier zwar irgendeinen Schlonznamen reingeben, der nirgendwo durchgereicht wird im System. Das heißt also, wenn der jetzt in Reaper ankäme, wäre ja auch schon mal viel gewonnen. Passiert aber auch nicht. Ich möchte den hier eigentlich jetzt quasi mal so deaktivieren können. Kann ich nicht. Das, was wir konnten, und das haben wir ja auch rigoros gemacht, ist, dass wir zumindest schon mal die Kanäle hier aus unserem Ultraschall-Hub rausgenommen haben. Das heißt also, die Skype Send und Skype Receive beide auf Mono zu schalten, wieder einen Kanal gespart, wir haben irgendwie einen AUX rausgeworfen und so weiter, damit hier die Sache schon mal ein bisschen übersichtlicher ist. Also innerhalb unseres Soundflower-Umbaus können wir das. Und ich wäre sehr zuversichtlich, dass, wenn denn Daniel erfolgreich ist, wir da sehr granular die Kanäle wegschmeißen können. Das heißt also, dass man dann da mit Presets arbeitet und sagt, okay, ich habe jetzt Hardware-Setup A oder Hardware-Setup B und wenn ich A habe, kann es durchaus dasselbe Audio-Device sein, aber nur mit der Hälfte der Kanäle. Das wäre also schon so eine der Sachen, die ich mir unbedingt wünschen würde. Da wäre ich zuversichtlich, dass es kommt, aber auch erst dann. Ja, mit dem uns bisher zur Verfügung stehenden Waffen kommen wir da nicht weiter. Okay.
Ein Feature, was ich auch schon irgendwie seit längerer Zeit mal anteaser und was mit der 1.3 auf jeden Fall kommen wird, weil es eigentlich gar kein großes neues Feature ist, sondern eigentlich auch eher eine Konvention und vielleicht baue ich da ein paar Makros und ein paar Tools zu, ist halt ein Live-Ducking für Einspieler. Das ist das, was hier der Linux-Mensch, wie hieß er nochmal gestern? Johannes, genau, sitzt auch, glaube ich, hinten rechts irgendwo. Hallo Johannes, er podcastet, glaube ich, gerade, gezeigt hat, dass wenn ich also irgendwelche Ambient-Teppiche habe oder ich habe meinen Intro-Jingle, was irgendwo einen relativ langen Loop in der Mitte hat, wo ich meine eigentliche Anmoderation mache, dass meine Stimme selber die Lautstärke der drunter liegenden Musik manipuliert. Also so wie man das dann wirklich aus dem Profi-Radio kennt, wenn ich irgendwie reinspreche, wird die Musik schlagartig ein bisschen runtergefadet. Wenn ich aufhöre zu sprechen, fährt die Musik dann schön sanft wieder hoch, aber zackig. Also exakt der Effekt, wie ihr ihn irgendwie aus dem Radio kennt. Das lässt sich mit sehr einfachen Bordmitteln in Reaper nachbauen. Ich würde es nur gerne so basteln, dass es innerhalb hier von meiner Ultraschall-Projektvorlage quasi automatisch alles eingerichtet ist. Ja, und man dann zwar nochmal im Screencast sich angucken kann, so parametrisiere ich das oder so baue ich es nach, aber ich hätte es auch gerne out of the box schon sinnvoll parametrisiert. In einer perfekten Welt hätten wir quasi bei jeder Spur noch irgendwie so ein Button-Ducking ein-aus, ja, wo ich das mitschicken kann. Das wird ein bisschen knifflig, weil die Möglichkeiten, die mir die Buttons hier liefern, sehr begrenzt sind. Das heißt also, die Reaper Template Engine, das Ganze wird hier quasi über eine Art CSS eigentlich zusammengebaut. Ja, also solche Effekte wie, dass hier mal Elemente einblenden und ausblenden, ist letztendlich ähnlich wie ein Responsive Design CSS. Ganz ähnlicher Mechanismus, den ich in Reaper fahren kann. Auch da übrigens, wenn jemand Ideen hat, was noch irgendwie Zwischenstadien wären für unterschiedliche Zoom-Stufen oder sowas, da kann man relativ viel machen. Ja, hier ein Mikro hin. Ich habe festgestellt, wenn jetzt viele, viele Spuren drin sind, dann sortiert die auch übereinander anstatt nebeneinander. Ja, das ist richtig. Und das kann man umstellen. Ich weiß nicht, ob man das standardmäßig umstellen kann, weil ich finde es eigentlich immer schöner, wenn die nebeneinander sind, weil man dann quasi die Reihenfolge, die es oben untereinander hat, auch unten nochmal nebeneinander hat. Ja, das ist dieser Effekt hier. Ich baue das mal eben nach oder versuche es mal nachzubauen. Also so ab 6-7 Spuren. Ja, genau. Ja, genau. So, dieses hier. Ne? Ja, das ist schon ein bisschen doof. Auf der anderen Seite, irgendwo muss er halt seinen Platz so herholen. Ne? Also ja, man kann scrollen. Das finde ich natürlich irgendwie auch etwas unbefriedigend. Ich glaube, an dem Mechanismus kann man nicht feilen. Das ist, glaube ich, so eine Reaper-Automagie hier, was die Anzahl der Effektwege angeht. Nicht Effektwege, sondern hier der Kabelzüge. Ich glaube, da haben wir nicht viel Einfluss drauf. Doch, du kannst schon einstellen, dass es nicht übereinander sortiert, sondern halt immer in den Settings irgendwo? Nee, rechte Maustaste, glaube ich, auf diesem Channel-Ding da und dann Show multiple rows of tracks when size permits. Wenn man das ausschaltet, dann ist es immer nebeneinander. Ah, verstehe. Okay, machen wir doch mal eine Quick-Poll. Die 1.2 ist ja noch nicht raus. Wer ist dafür, dass ihr die nie übereinander stapelt, sondern immer nebeneinander? Bitte mal ein klares Handzeichen. Wer ist dafür, dass das übereinander stapeln doch gar nicht so schlecht war? Wem ist alles scheißegal, weil er hier sowieso nur sitzt, weil es irgendwie hier gemütlich ist? Okay. Okay. Ich grübel noch mal ein paar Stunden drüber nach, aber die Chancen stehen nicht schlecht, da ich jetzt sowieso vergesse, es wieder umzuschalten, dass es dann einfach in die Final Release reinkommt. Das geht nur, ja, müssen wir mal gucken, ob es dann in den Settings eigentlich abgespeichert wird oder nicht. Ist das schon mal ausprobiert? Also mittlerweile ist so viel kaputt durch die ganzen Pre-Releases, ich bin jetzt nicht mehr sicher, was ich in welcher Vorlage abgespeichert habe. Du brauchst irgendwann mal eine Cleanse-Tor. Ja. Okay, Reihenfolge der Audiozüge, nenne ich das hier mal. Na, nebeneinander, okay. Ja, das hat, glaube ich, noch gute Chancen, noch reinzukommen.
Okay, ich wollte noch ein bisschen was erzählen zu der GUI-Geschichte hier. Es gibt ja nämlich eine schlechte Nachricht und eine gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist die, man kann hier halt jetzt nicht beliebig Buttons irgendwie drauf positionieren. Das klappt nicht. Sondern es ist relativ klar vorgegeben, was man hier insgesamt machen kann und was nicht. Wenn ihr einen Standard-Reaper habt, oder ihr könnt auch, wenn ihr experimentell seid, mal einfach verschiedene Views durchprobieren, die ich alle verstecke, aber die nach wie vor da sind und die man auch nutzen könnte. Und zwar ist das hier Track-Layout, Track-Panel. Und da könnt ihr jetzt beispielsweise mal das Black Default TCP machen. Dann habt ihr plötzlich hell of a lot of features. Ja, dann sieht also hier euer Block so aus. Auch keine totale Katastrophe so von der Optik her. Das ist ja immer noch dieses schicke schwarze Theme, was ich da unten drunter habe. Der Junge macht allerdings überhaupt gar nichts mehr. Das heißt also, der hat sich irgendwie vor einem halben Jahr verabschiedet aus, glaube ich, der Reaper-Theming-Community. Aber er ist exakt so weit gekommen, wie ich es brauchte. Von daher habe ich da jetzt keine großen Schmerzen mit. All diese Elemente, die ihr jetzt hier seht, das ist so ziemlich der maximale Ausbauzustand, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, und das ist auch so, dass wenn ich es kleiner mache, verschwinden jetzt hier so phasenweise auch mehrstufig halt GUI-Elemente. An sowas könnte man alle auch noch weiter schrauben. Wobei ich auch immer der Meinung bin, naja, gerade während der Aufnahme sollte sowas hier schon eher übersichtlich sein. Da möchte man nicht noch irgendwie plötzlich die Inputs umassignen und ähnliches. Von daher war ja eigentlich immer meine Philosophie zu sagen, nicht so viel doppeln zwischen hier unten dem Bereich und dem Bereich oben, sondern lieber zusehen, dass es eigentlich immer nur eine Stelle ist, an der man das sinnvoll machen kann. Weil ansonsten sind nämlich 90% der Controls hier eigentlich jetzt zweimal in der GUI vorhanden. Das fand ich gar nicht mal so clever. Nichtsdestotrotz, die sind noch da und man könnte die auch alle wieder reinbringen. Genauso seht ihr schon, habe ich dann sehr simpel die Mute- und Solo-Buttons einfach wieder reingeblendet. Das war so eine Sache von irgendwie 5 Minuten und schwupps waren sie wieder da. So, die gute Nachricht wollte ich sagen. Das heißt also, wir können jetzt nicht einfach irgendeinen Ducking-Button da reinbauen. Was wir aber machen können, ist seit der letzten Beta der neuen SWS-Extensions, also das, was ihr immer unter Extensions findet, hier SWS. Das ist ja so ein Team im Wesentlichen oder zum Teil zumindest aus Frankreich, die so Hacks in Reaper reinschlänzen, deren wir uns hier tüchtig bedienen bei Ultraschall. Und die haben direkt vor dem Workshop eine neue Beta rausgegeben und da haben sie ein neues Feature eingeführt. Und zwar, dass ich beliebige Stellen der GUI mit einer rechten Maustaste mit neuen Menüs und Icons versehen kann. Das heißt also, wenn ich jetzt beispielsweise an dieser Stelle hier, ich habe also irgendeinen Track ausgewählt und drücke jetzt die rechte Maustaste, kommt normalerweise dieser Clusterfuck hier. Ja, wo ich ja schon mal oben hier so einen Ultraschallbereich angelegt habe. Ich war dann ehrlich gesagt zu faul, den ganzen Rest dann wegzublenden. Das könnte ich auch tun nebenbei, das kann man. Ich dachte aber, naja, vielleicht braucht man es ja doch ab und zu. Und wer drückt da schon rechte Maustaste? Wer da rechte Maustaste drückt, der weiß, was er tut. Wir haben die Möglichkeit jetzt mit der neuen SWS hier jetzt nicht nur ein Menü hinterzulegen, sondern quasi auch hier so ein Button-Menü, was dann also einfach sich öffnet und wo ich dann irgendwelche Sachen anschalten, ausschalten, was auch immer könnte. Und das wäre beispielsweise durchaus ein ganz cleverer Ort, um so ein Ducking an aus irgendwo unterzubringen. Ja, und so könnte man also auch ansonsten nachdenken, wo sind noch Stellen in der GUI, wo ein Rechtsklick noch irgendein lustiges, dynamisches Menü vertragen könnte. Ja? Wenn wir über das Thema Ducking sprechen, ich nehme an, das wird realisiert über diese Hüllkurven, die man normalerweise über die Taste V einblenden und ausblenden kann? Ja, nein. Nicht. Das läuft eigentlich, genauso wie es gestern gezeigt wurde, über einen Sidechain-Kompressor. Das heißt also, dass man auf der Einspielerspur einen sehr stark parametrisierten Kompressor laufen hat, der aber normalerweise also quasi eigentlich nicht anschlägt im normalen Signalfluss. Sobald er aber über den sogenannten Sidechain mit irgendeinem Audiosignal gefüttert wird, ist die Logik die, je lauter dieses hinzugefügte Audiosignal, desto stärker schlägt der Kompressor zu. Ja. Das heißt, immer dann und nur dann, wenn ich spreche, wird die Sache weggeblendet. Und das wird aber eigentlich dann nicht irgendwo noch groß gespeichert, sondern hat den Vorteil, dass wenn ich dann
im Nachhinein im Mix beispielsweise sage, naja, hier müsste mal das Tempo ein bisschen höher sein. Da ist Holgi immer ganz hilfreich, wenn man sich da mal mit ihm unterhält, was so Timing von Intros und Jingles betrifft. Ja? Der stirbt immer, wenn irgendwie da eine Sekunde oder auch eine halbe Sekunde zu viel irgendwo Space drin ist. Ja? Achtet mal selber darauf, was für eine Taktung ihr gerade so am Anfang und im Jingle-Wesen habt. Schneller, schneller Drive, Drive, Flow herstellen. Und das kannst du im Nachhinein, kannst du dann deinen eigenen Beitrag dann einfach verschieben. Muss sich gar nicht drum kümmern, wo da jetzt irgendwelche Envelopes liegen, weil das nach wie vor sauber durchparametrisiert. Funktioniert das nur für einen Track, den man als Side-Channel verwendet, oder wird man auch mehrere Tracks als Input nehmen können? Weil also ich habe zum Beispiel ja einen Podcast mit einem Partner, der auf einer anderen Sprecherspur ist als ich, und es wäre ja doof, wenn die Musik plötzlich lauter wird, nur weil ich aufhöre zu sprechen, aber er gerade was sagt. Das habe ich auch schon so vorgesehen, dass das doof ist, und darum werden wir da nach meinem derzeitigen Planungsstand die Sache so bauen, dass wir eine neue Spur anlegen, die selber gar keine autonome Quelle hat, sondern die übers Routing mit allen Spuren befeuert wird, die quasi ein Ducking triggern sollen. Und das ist dann wiederum die Quelle für den Sidechain-Kompressor. Das heißt, du kannst dann sehr fein granulieren, soll die Skype-Spur auch das Ducking einschalten können? Ja, nein. Welche der Sprecher? Alle Sprecher. Das kann man dann also schön über das Routing einfach einstellen, sich wieder als Preset abspeichern, und dann hat man es irgendwie im Kasten und du hast die ganze Zeit quasi einen guten Überblick darüber, was da welchen Effekt hat an der Stelle. Die Spur kann man dann irgendwie auch ein bisschen kleiner machen oder ausblenden oder sowas. Da muss ich nochmal gucken, was dann da irgendwie ein gemeinverständliches Motto für ist. Also vielleicht wirklich ausblenden, weil Spuren, wo irgendwie Sachen reinlaufen, die keinem ersichtlichen Input zugeordnet sind, die machen vielleicht ein bisschen nervös. Eine Frage. Also ich habe festgestellt, in Reaper gibt es ja auch die Möglichkeit, Spuren zu gruppieren in sogenannten Foldern. Richtig. Wäre dann nicht vielleicht die Variante, diese Ducking-Spur sozusagen als Oberfolder zu nehmen? So, das wäre der simpelste Ansatz. Das ist das, was ich jetzt mal hier gemacht habe. Ich habe jetzt hier Sprecher 1 als Gruppenspur genommen und alles andere fügt sich jetzt hinunter. Ja, das kann man hier mit diesen Teilen machen. Man kann die auch beliebig tief hierarchisch schachteln und da so relativ komplizierte Aufbauten machen. Mein Verdacht wäre aber, dass da dann viel schief geht und Ungemach entsteht und das wieder ein bisschen überkomplex ist an der Stelle. Und ich will es ja alles immer einfacher machen. Da passiert vor allem das, dass die Masterspur beim Rausrendern den gesamten Audio-Input von allen unteren Spuren mitbekommt und richtig. Zusätzlich halt die Einzelspuren auch nochmal abliegen. Aber die Masterspur hat man dann auf jeden Fall nicht solo. Ja, also ich werde auch sehr, sehr vorsichtig. Also ich werde das nochmal, wenn ich irgendwann mal ein bisschen Zeit haben sollte nächstes Jahr, mal die verschiedenen Varianten durchspielen und mal gucken, wie man das so einfach wie möglich eigentlich hinbekommt. Also so die Welt, wie ich sie mir im Moment vorstelle, ist eigentlich, dass man halt relativ einfach so eine Spur anlegen kann, relativ einfach sagen kann, ist das Ducking jetzt eigentlich aktiv oder ist es nicht aktiv und was sind eigentlich die Quellen dafür? Ja, und dass man an dem Rest der GUI eigentlich nicht viel schieben muss und dass das alles aber auch schön einen ordentlichen State hat, dass ich jederzeit einen Ort habe, wo ich nachgucken kann, so was läuft da jetzt wie rein. Ich glaube, so kompliziert ist das nicht. Ich bin da ganz zuversichtlich, dass wir das mit relativ simplen Reaper-Board-Mitteln hinbekommen. Man muss sich da nur mal so 4-5 Stunden mal dran setzen und das mal vernünftig durchspielen. Aber ansonsten wird das, glaube ich, so ein schönes, lustiges Pro-Feature, was, glaube ich, auch keine andere DAW so out of the box so ganz einfach mitliefert. Und das hätte ich schon ganz gerne so in meinem Feature-Portfolio, so für die große Apple-Feature-Übersicht, hätte ich das da schon ganz gerne drin. Mit so richtig automatisch, dass man auch sagen könnte... Ja, das wirst du dann auch alles können, weil du machst das nach wie vor über einen normalen Kompressoreffekt. Ne? Also ich kann mal gucken, dass jetzt, ob ich das finde, kann ich jetzt nicht versprechen, aber zumindest so die Richtung, in der das Ganze läuft, ist einer der Kokos-Effekte, den man dann nimmt, nämlich dann hier den Kompressor Rear Comp. Der ist das so...
Und ja, ich hätte diese Elemente hier auch gerne in dunkel geskinnt, aber da kommt man partout nicht dran. Ja, also da habe ich auch im Reaper-Forum schon nachgefragt. Das ist also irgendwie mit VST-Plugins und irgendwie Skinnen und sowas, das ist alles die totale Hölle. So, und was man jetzt hier irgendwo macht, müsste ich erstmal gucken. Da, genau, Detektor-Input, das ist die Geschichte hier. Da legt man dann quasi an, so, okay, der Kompressor soll nicht durch den Main-Input, also durch sich selber, durch das sein eigenes Signal getriggert werden, sondern durch ein Fremdsignal, also den AUX-Input, und den legt man halt woanders an. Dann hast du aber hier genau diese Geschichten, dass du sagen kannst, wie ist die Release-Zeit, wie ist die Attack-Zeit, wie stark schlägt der Kompressor an. Da muss man auch ein bisschen experimentieren, aber da gibt es eine ziemlich gute Vanilla-Einstellung, wo man also sagen würde, okay, 90% der Leute sind damit glücklich. Und wer dann immer noch will, kann dann genau an der Stelle die Sachen dann noch sich feintunen, aber so der Rest der Leute dürfte da ziemlich happy mit werden. Eine Sache, wo wir ansonsten, glaube ich, ziemlich bald ziemlich intensiv mit rumexperimentieren werden, ist die ganze OSC-Schiene. Ich hatte ja da mal einen Screenshot gepostet von Daniels iPad-Soundboard, wo er schon mal jetzt das 1.2er VST-Soundboard über OSC direkt triggerbar macht in einer eigengebauten kleinen Oberfläche. Das Thema OSC und iOS ist ja eigentlich ein ganz erfreuliches Thema. Man muss sich halt da nur auch mal mit beschäftigen. Wenn man sich das mal anguckt, einfach mal so eine Google-Bildersuche, das ist jetzt alles mit diesem Touch-OSC gebaut, wo man also quasi so einen Baukasten hat für ganz unterschiedliche Frontends. Also beispielsweise hier hat jemand jetzt mal eine EQ reingesetzt. Ja, ich könnte mir also gut vorstellen, dass man also dann den EQ pro Spur dann auch schön übers iPad irgendwie reinlegt. Oder hier hat jemand halt so Fader gemacht. Das hier unten ist eher so ein DJ-Turntable. Das hier ist eine große Fader-Geschichte, um die Lautstärken irgendwie zu regeln. Wobei Lautstärkenregelung letztendlich, finde ich, immer ein bisschen pointless ist, weil der einzige Ort, an dem das sinnvoll eigentlich zu erfolgen hat, ist der Hardware-Gain, wo ich die Phantomspeisung halt auch drauf schicke. Da jetzt, also ich wüsste jetzt keinen vernünftigen Grund, warum ich jemals innerhalb von Reaper eigentlich hier an diesen Reglern rumdrehen sollte. Ja, das macht eigentlich nicht wirklich Sinn. Das würde ich im Zweifelsfall dann fast eher übers Routing irgendwie abfrühstücken. Wenn es also darum geht, jetzt die Musik mal leiser auf den Stream oder ähnliches. Aber nun gut, da ist man ja letztendlich frei. Das ganze Framework ist also wirklich offen und Daniel hat selber ja schon OSC-Client jetzt quasi in Reaper rein operiert. Es gibt den OSC auch selber einen, der meinte, Daniel sei ziemlich buggy. Darum hat er sich mal eben selber eingeschrieben. Der ist da irgendwie sehr handfest und sehr resolut, was solche Dinge angeht. Ich bin ganz gespannt, mit was für Ideen er dann noch so daherkommt. Also generell ist das, glaube ich, schon eine ganz coole Spielwiese, der man sich nochmal widmen kann. Ich bin ja generell ein Freund von diesem Hands-off-Ansatz beim Podcasten. Das heißt also, der Aufnahmerechner steht irgendwo, man parametrisiert es einmal rein und danach möchte man tunlichst nicht mehr das Notebook irgendwie berühren, sondern wenn, dann über irgendwelche Zusatzgeräte Sachen steuern können. Ist vielleicht ein bisschen Geschmackssache, aber ich finde das eigentlich so tendenziell den erstrebenswerten Weg. Das heißt also, so ein Feld, dem wir uns auf jeden Fall widmen werden, ist OSC-Interfaces. Da wäre es dann auch wirklich interessant, von der Nutzer-Community Rückmeldungen zu haben, so was wären so die Controls, die ihr während einer Aufnahme am sinnvollsten eigentlich über OSC gerne hättet. Kapitelmarken sind natürlich Captain Obvious, ne? Klar. Also Kapitel und Edit-Marker. Räuspertasten, ja. Dazu kann ich sagen, Räuspertasten machen natürlich nur dann Sinn, wenn sie auch jeder hat. Wir hatten in den ganz, ganz frühen Urzeiten der Wikigeeks, hatte Florian Heinz schon uns
OSC-Touchpad gebaut, wo jeder schon mal Jingles mit abfeuern konnte. Wir hatten damals noch so einen MIDI-Synthesizer eingebunden, in GarageBand war das auch, und das funktionierte alles total schrecklich und war völlig scheiße. Aber das Grundprinzip hat da schon funktioniert. Das heißt also, ob ich jetzt also 4 Remotes verteile und die über Osculator irgendwie parametrisiere oder ob die Leute ihre iPads oder iPhones zücken und das Interface da drauf haben, ist relativ egal. Ja, die Steuerungslogik ist exakt dieselbe. Ich würde nicht unterschätzen, dass gerade von so einer Wiimote das physische, ich halte den Button gedrückt und genauso lange wie ich huste und wenn ich ihn wieder loslasse, geht's wieder weiter. Das ist gefühlt für eine Räuspertaste schon ziemlich perfekt. Ja, das ist mit dem Touch-Interface so, das gedrückt halten, dafür gibt's keinen State. Ja, das heißt, du kannst nur an-aus machen und die Gefahr, dass die Leute wieder vergessen, irgendwie auszumachen oder zu früh oder sonst wie, würde ich sagen, ist ein bisschen höher. Der zweite Nachteil ist der, dass du es erstmal auf die Geräte draufkriegen musst. Das heißt, wir brauchen dann erstmal OSC-Client, wo du dann das Interface hast. Dann musst du denen dein parametrisierte GUI hinschicken auf das Gerät. Das müssen sie dann laden. Dann müssen sie ihre Ports einstellen. Also es ist gefühlt schon ein ziemlicher Hassel gegenüber hier, ich verteile mal die 4 Wiimotes, die ich vorher in Ruhe selber parametrisiert habe. Ja, also Tim hat ja in der Tat irgendwie 12.000 iPads in der Metaebene, die da einfach so rumstehen, ja, da kann man das natürlich dann ganz gut machen, so für uns Otto-Normal-Podcaster ist das dann vielleicht nicht so, ist so ganz der Clou. Wenn du immer dasselbe Team hast, mit immer denselben Geräten, ist das, denke ich, eine gute Variante, vor allen Dingen auch für Kapitelmarken. Wenn man häufig wechselnde Setups hat, wäre es mir, glaube ich, deutlich zu stressig. Wenn wir beim Thema Räuspertaste sind, bei mir ist es so, mein Podcast-Partner sitzt 120 Kilometer südlich von mir und wir machen das über einen Double-Ender und Skype. Ja. Es wäre cool, wenn der eine Räuspertaste bei sich hätte, die mein Reaper, bei mir ist der Aufnahmeplatz, quasi da irgendwo in der Spur sich gemerkt wird, wann hat er die eigentlich gedrückt und wann nicht. Ja, also dafür gibt es verschiedene Ansätze. Ich hatte das in meinem Talk zur, den ich irgendwann im April oder so gehalten habe, schon mal vorgestellt. Wir sind durchaus in der Lage, innerhalb von Reaper Internetkommandos im Empfang zu nehmen. Ja, wir können auch selber einen Webserver starten in Reaper, der beispielsweise dann so als Controller für alles Mögliche irgendwie fungiert. Das funktioniert eigentlich ganz schnuffig. Das heißt, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir aufsetzend auf irgendeinem lustigen Protokoll da Sachen zwischen verschiedenen Instanzen hin und her schicken. Das Simpelste wäre natürlich zwischen zwei laufenden Reaper-Instanzen. Ob das Simpelste ist, weiß ich gar nicht mal, aber das wäre zumindest denkbar. Ja. Man kann aber auch sagen, okay, man versucht irgendwie einen MIDI-Fernsteuerung irgendwie durch die Gegend zu schicken oder man hat irgendwie ein kleines Web-Frontend, wo du irgendeinen Button quasi mit der Maus drücken kannst oder ähnliches oder eine Taste auf der Tastatur, wobei die dann ja auch immer so diese Repeat-Signale schickt. Also Remotes sind schon ganz cool, weil sie einfach so diesen An-Out-State mit dem Button einfach sehr gut hinbekommen. Da müssen wir mal gucken, wie weit man da mit anderen Hardware-Geräten zu vergleichbaren Lösungen kommt. Aber auch so eine MIDI-Tastatur hat ja beispielsweise gefühlt doch irgendwie jeder irgendwo im Schrank noch rumliegen, so was man einigermaßen anschließen könnte. Da wurden im Board ja auch diese super coolen irgendwie 30, 40 Euro Teile gezeigt. Hatte einer davon eigentlich eins dabei? Wahrscheinlich nicht, ne? Die fand ich ja sehr geil. So diese Mini-Klaviatur und dann, ich kann mal eben gucken, ob ich das finde. Da würde ich ja gerne mal meine Grabbelfinger drauflegen. Das müsste irgendwie mal gucken über MIDI. Genau, hier diese Korg Nano Pad 2 beispielsweise. Ja, da hat man also schon mal, ja, wir sehen doch jetzt schon so jeden Jingle auf einem dieser Pads da drauf liegen. Ne? Und dann feuere ich die einfach so ab. Und ich habe hier oben noch Umschalter, um also verschiedene Presets zu laden oder ähnliches. Fast noch besser hat mir dieser Schnuffi hier gefallen. Ich glaube, für 38 Euro hole ich mir ihn auch echt einfach nochmal. Ja, wo ich auch noch meine ganzen Audiozüge alle habe, mit so einem kleinen lustigen Fader und noch so einen Regler oben drüber und Mute- und Solo-Buttons und sowas. Das sieht doch schon ganz geil aus, oder? Das
kommt per Standard MIDI irgendwie USB an Rechner dran und damit könnte man, glaube ich, Reaper schon ganz fesch fernsteuern. Dann auch hinterher für den Schnitt und sowas brauche ich mal nur noch ein richtig geiles Jogwheel so zum durch die Gegend scrollen. Da habe ich auch noch nichts Vernünftiges gefunden. Wir haben ja ein Leute-Mikro. Diese Version mit Jogwheel gibt es jetzt neu, kombiniert quasi eine 2-Oktaven-Klaviatur plus 8 Buttons, 8 Drehregler und oben links dann halt so ein, ich glaube, es ist ein Endlosregler. Weißt du, wie das heißt, das Vieh? Ich glaube, das ist auch von Korg. Bin mir nicht ganz sicher. Ja, aber dann, also so wie, das hört sich jetzt schon wieder ganz schön teuer an. Nee, kostet 80 Euro, also 88, der Vorgänger 80, gibt es auch bei Thomann und ist halt quasi die Fusion aus diesen drei Einzel-MIDI-Steuerungen. Ah, okay. Okay, also ich glaube, so auf dem Markt geht noch ein bisschen was. Danke. Das wäre halt auch so wieder so ein Schritt in Richtung Hands-Free und nicht so viel irgendwie auf dem Rechner rumklicken, sondern die Dinge, die man editieren will, wirklich ferngesteuert haben. Aber generell der Gedanke, bei einer verteilten Aufnahmesituation, die Leute hängen irgendwie an 3, 4 Skype-Orten und trotzdem können sie in meinen Reaper irgendwas reinschicken an Kommandos. Das muss ja gar nicht viel sein, im Zweifelsfall halt wirklich nur irgendwie Edit-Marker oder sowas. Das wäre auf jeden Fall ein sinnvolles Thema. Ich glaube, da haben wir technisch auch relativ gute Ansätze, das reinzubauen. Das würde ich in die 1.3 auf jeden Fall mal hier in meinen kleinen Forschungstag mit reinsetzen. Wo ist denn jetzt hier mein Syndicate hin? Ich meine beispielsweise für MIDI müsste es da auch durchaus schon fertige Protokolle geben. Also über Internet MIDI schicken, das ist ja so verteilte Bands und sowas eigentlich alles schon. Oder ob man es dann gleich über OSC macht, müssen wir mal gucken. Also da gibt es mit ziemlicher Sicherheit fertige Frameworks, wo man schon mal drauf aufsetzen kann. Okay. Noch weitere Sachen, die euch in eurem täglichen Einsatz total tödlich nerven, was ihr immer schon mal anders haben wolltet. Ja. Ich vergesse so häufig schon mal gerne Kapitelmarken zu exportieren, nachdem ich gerendert habe und dann habe ich die Kapitelmarken weg. In automatisches Kapitelmarken exportieren beim Rendern wäre vielleicht nicht schlecht. Oder vielleicht gibt es das schon, ich habe es übersehen. Ein automatisches Kapitelmarken exportieren beim Rendern. Ja. Da würde ich mal sagen, das wäre durchaus denkbar. Herr Staatsbürgerkunde hat auch schon angemahnt, dass es doch clever wäre, vor dem Render-Dialog alle Spuren markieren zu lassen, damit ich dann hier gleich die Stems raushauen kann für einen Multitrack-Export, weil ich das auch häufig irgendwie vergesse und sage so, Render raus und ja, scheiße, gut, hier, Ja, also vielleicht wäre es da wirklich für uns vergessliche Menschen gar nicht so schlecht, nochmal so eine Makro-Suite zu haben, dass man sagt, okay, immer wenn ich hier auf Export gehe, vielleicht macht man auch wirklich noch, also man sollte die Kapitelmarken auch nach wie vor einzeln exportieren können. Aber wir haben die jetzt ja schon so gebaut, dass sie wirklich an exakt einen Ort nur geschickt werden. Das heißt also nicht noch ein Menü dazwischen, so wo willst du sie hinhaben, sondern die landen ja alle schön hier in dem Projektordner drin. An exakt einer definierten Stelle. Und von daher spricht, glaube ich, nichts dagegen, dass ich in das Makro einfach vorher nochmal den Kapitelmarkenexport auch mit antrigger, weil es macht eigentlich keinen Sinn, dass ich irgendwas rausrender, wo ich dann nochmal im Gegensatz zu vorher verschobene Kapitelmarken habe. Das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Die würde ich doch nochmal in den 1-2er-Trunk hier reinsetzen, auf dass ich nie fertig werde. Aber das ist so ein 20-Minuten-Feature. Ja, okay. Noch mehr so Fallstricke, wo ihr im täglichen Einsatz denkt so, ah nein, nicht schon wieder. Ist hier und jetzt der richtige Moment, sich darüber zu beklagen. Also was generell noch auf der To-Do ist, das füge ich einfach der Vollständigkeit halber hinzu.
Ich nenne das mal jetzt, nichts ist vergessen, du kommst gleich dran. Kopplung an generisches Kapitelmarkentool. Damit meine ich den Gedanken, dass man die Möglichkeit haben sollte, irgendwo in irgendeinem schicken Interface im Vorhinein die Sendung zu strukturieren und dann während der Sendung einfach nur die vorgefertigten Kapitelmarken abzufeuern. Ne? Da diskutieren wir auch schon über ein Jahr dran rum. Technisch ist es gar nicht mal innerhalb von Reaper sehr, sehr trivial. Da haben wir eigentlich alles, was wir dafür brauchen. Da wäre das also so ein One-Day-Feature. Etwas schwieriger ist halt, sich nochmal darauf zu einigen, so wo findet eigentlich dieses Outliner kombiniert Show Notes, was auch immer Tool statt. Das ist eine Sache, wo wir dann auch zusammen mit Podlove und zusammen mit Shownotes und sonst wem alles nochmal ein bisschen Hirnschmalz reinstecken müssen, was ein solches Tool wäre. Das dann abzugreifen und in Reaper rein zu importieren, ist denen gegenüber relativ simpel. Also das kann ich nicht, aber meine Entwickler, die sind da total fit, was das angeht. Da bin ich also völlig optimistisch. Das wollte ich hier nur nochmal mit reingegeben haben. So. Ich weiß nicht, ob du die Situation kennst und ob du jetzt der richtige Ansprechpartner bist. Bei unserem Podcast ist es so, wenn wir in die Sendung reinkommen, dann haben wir eine ganz lange Zeit lang, so 3-4 Minuten lang ein Musikbett unten drunter liegen. Mhm. Dann kommt der Hauptteil ohne Musikbett und zum Ausleiten aus der Sendung legen wir wieder leise Musik drunter. Dann labern wir noch so ein bisschen rum. Ja. Wenn ich jetzt in dem Einleitungsteil oder in dem Endteil Amps oder Versprecher rausschneiden muss und habe das Ripple-Edit über alle Spuren an, dann wird natürlich auch der Musikteppich zerschnitten. Ja. Das ist voll ärgerlich. Kennst du irgendeine Möglichkeit, wie man sagen kann, Ripple Edit über alle Spuren, außer diese eine? Ich glaube, hattest du die Frage nicht auch schon mal im Forum gestellt? Nein, aber die müsste eigentlich mehreren Leuten passieren. Ich meine, es müsste gehen, indem du eine Spur lockst. Lock Triangle. Freeze ist es auch nicht. Ich meine, ich hätte irgendwann mal eine Möglichkeit gesehen, um Spuren wirklich so wegzuschalten, dass man damit exakt gar nichts mehr machen kann, bis man es wieder ausgeschaltet hat. Aber ich habe, glaube ich, so das Grundproblem noch nicht so ganz verstanden. Du legst einen endlosen Loop unter die ganze Sendung, oder? Nein, kein endloser Loop, sondern es ist schon ein Musikstück, ja, bei dem man auch merkt, wenn ein Stück fehlt. Das klingt einfach scheiße, weil man ist aus dem Takt raus. Also stell dir vor, oben der Sprecher macht ein und das schneidest du raus. Dann fehlt genau dieselbe Zeitspanne ja unten in dem Musikstück, was eigentlich ruhig durchlaufen sollte. Ach so, okay. Na ja, gut, das hätte ich dann ehrlich gesagt dann schon auf die alte Variante gelöst, zu sagen, okay, Ripple Edit komplett aus und dann mehrere Spuren gleichzeitig schneiden und verschieben. Das funktioniert nicht, weil meistens habe ich zu dem Zeitpunkt schon die Kapitelmarken und wenn ich dann kein Ripple Edit über alle Spuren mache, dann passen die Kapitelmarken wieder nicht mehr. Ah, verstehe. Oh, wie unangenehm. Richtig. Du könntest es natürlich so lösen, indem du, okay, das könnte jetzt in der Tat dein Problem lösen. Pass mal auf, schau dir das hier mal kurz an. Nehmen wir mal an, das untere ist jetzt hier die Musikspur. Du schneidest die Wüst einfach mal zusammen. Das heißt also, dieser Block hier ist jetzt weg und das ist durch Ripple Edit hier dran geschoben. Jetzt hast du am Ende eine kaputte Musikspur. Ja? So, du machst deinen kompletten Schnitt fertig. Danach nimmst du alles weg bis auf das allererste Bröckchen von deiner Musik und ziehst sie dann sauber wieder rein. Dann hast du sämtliche Schnitte aus der Musikspur entfernt. Netter Hack, ja, okay. Wahlweise könntest du natürlich auch einfach nochmal, wenn du das eher als Soundfile hast, auch als Soundfile nochmal rein operieren, aber der Weg wäre jetzt relativ simpel. Ich glaube, du kannst auch, du musst die anderen noch nicht mal groß dafür löschen. Das heißt also, wenn du jetzt hier diverse Schnitte drin hast, und das wäre jetzt also, nehmen wir mal einen hier raus und schieben die hier mal so zusammen. Dann müsste es eigentlich sogar auch klappen, dass du trotzdem einfach von dem... Ja, da wäre ich mir...
Ja, okay, gut, da kommt ein Crossfade. Das wollen wir eher nicht an der Stelle. Na gut, also dann die hinteren alle weglöschen und dann den vordersten wieder glatt ziehen. Aber es müsste auch irgendwo so ein Log geben, kann ich nochmal suchen. Also das würde mich sehr wundern, wenn Musiker nicht exakt das auch brauchen. Von daher, alles was Musiker brauchen, gibt es an Features eigentlich in Ultraschall. Okay, ja, aber das sind sehr schöne Fragen. Mehr davon so in der Richtung, was so wirklich so das tägliche Editing angeht. Was nervt euch da? Hallo, willst du was fragen? Ach so. Wie kann ich verschiedene Spuren synken, also zurechtschieben, dass sie time-synchron dann sind? Also ich importiere verschiedene Mumble-Spuren. Ja. Und ich muss sie mal so schieben, einzeln händisch. Gibt es da nicht ein Tool oder irgendeine Funktion, die das für mich übernimmt? Also ich habe eine Mumble-Sammelspur und jeweils die einzelnen Tracks. Final Cut Pro wurde schon genannt, ja. Ich weiß nicht, ob ihr damit mal gearbeitet habt, das ist schon automagisch. Ja. Die haben also dieses Multicam-Feature, wo du also von 5 Kameras irgendein Konzert aufnimmst, eigentlich aber deinen eigentlichen Sound aus dem Mischpult abgreifst und am Ende dann alles einfach nur in ein Projekt reinschmeißt und sagst, so, ich gehe jetzt mal Kaffee trinken, mach mal. Und dann hast du doch nicht mal Zeit, eine Senseo-Kaffee aufzubrühen. Und der hat dir schon deine komplette Timeline mit sämtlichen Kameras, egal wie die geschnitten, wann an, ausgemacht worden ist, anhand der Audiospuren sauber gematcht. Das ist also wirklich geiles Zeug. Genau das. Meines Wissens nach kann Reaper das nicht. Ich wäre mir aber gar nicht so komplett sicher. Ich würde es mal reinnehmen, weil das gerade auch für Double-Ender und sowas durchaus schon irgendwie ein echter Anwendungsfall ist, auch um eventuell irgendwie auseinanderlaufende Geschichten beheben zu können. Wobei wir da natürlich immer das Problem haben, da musst du das schon in sehr viele Einzeltracks zerhacken. Das heißt, da musst du das, was ich jetzt rausgenommen habe, aus der 1, 2, diese Stille entfernen oder sowas, müsstest du wieder reinnehmen, damit du auch genug Schnittpunkte hast, wo er überhaupt irgendwas verschieben kann, automatisch, oder du selber halt. Ne? Verschiedene Spuren. Ansonsten, also so wie ich das ehrlich gesagt mache, ist nach wie vor immer optisch. Ja, das heißt also, man sucht sich die Stelle, wo halt der Peak irgendwie am größten ist, zoomt dann irgendwie rein, bis man fast auf Bit-Ebene hier angelangt ist und tunt sich das dann. Ja, bis auf so ein paar Millisekunden kommt man da natürlich dann schon ganz gut ran. Ist es pain in the ass, klar. So aus dem Videobereich kennen wir natürlich auch so das Konzept von Timecodes und ähnliches, die man irgendwie mit rein operiert in die Spuren. Da wäre ich mir jetzt aber nicht so ganz sicher, ob da Reaper irgendein Instrumentarium dafür hat, zumal du ja auch die Geräte selber irgendwie eigentlich dann nochmal synchronisieren müsstest. Ne? Also bei einer Kamera löst du es dadurch, indem du einfach eine Stoppuhr mit einer Stoppuhr vor verschiedene Kameras läufst. Ja, die also beziehungsweise eine Uhr, die Millisekunden anzeigt und mit der, die hältst du einmal vor jede Kamera und danach kannst du die Kamerabilder dann sehr, sehr schnell anhand dessen synchronisieren. Das ist bei Audio dann ein bisschen schwieriger. Du kannst natürlich auch sagen, okay, wir versuchen jetzt irgendwie so einen Klang irgendwie durch alle Instanzen, eine gute alte Audioklappe. Ja, könnte auch funktionieren. Müssen wir mal ausprobieren. Dass du zumindest schon mal einen Sound hast, an dem sich alle irgendwie orientieren können. Ne? Relativ einfach ist es, wenn man halt viel mit Jingles und Einspielern arbeitet. Ne? Die sind also sehr dankbar zur Arretierung, weil die dann schon immer sehr rausstechen, also aus den Audioformen. Okay, weitere Probleme zu lösende. Ja, du hast noch ein Problem, ich sehe es doch. Also ich mache mir insgesamt so ein bisschen Sorgen um dieses Konglomerat an verschiedenen Herstellern und Leuten, die daran mitarbeiten. Also wir haben jetzt Reaper als Basissoftware sozusagen. Du machst mit deinem Ultraschallprojekt viel drumherum und dran und was wir brauchen. Die SWS-Leute machen was, worauf ihr wieder basiert. Mhm. Ich sehe da ganz viele potenzielle Stellen, wo einer mal sagt, so, ich habe keinen Bock mehr. Aber ja, oder, vor allem ich. Ja, und viele Leute wie ich arbeiten damit und
ja, ich will nicht sagen, die Existenz basiert darauf, aber schon viel, was man an Zeit selber wieder reingesteckt hat, um sich reinzuarbeiten oder sich was zu basteln, was funktioniert. Für mich ist das alles so ein bisschen viel Wildwuchs und ich habe auch ganz viele Sorgen an den Stellen, jetzt kommt eine neue SWS-Version. Ja. Kann ich die einspielen oder geht Ultraschall dann nicht mehr? Ja. Es kommt eine neue Reaper-Version. Wann darf ich die einspielen, wann nicht? Also da ist ganz viel noch für mich als Benutzer sozusagen im Ungewissen und macht ein leicht ungutes Gefühl im Bauch. Ja, das ich fühle deinen Schmerz, weil hier ich ja auch als Teilentwickler nämlich durchaus auch selber Leidtragender dieses Zoos bin. Ja. Bei Soundflower haben wir ganz de facto das Problem, da haben wir es jetzt irgendwie unser Schicksal in die eigene Hand genommen, aber wenn jetzt Daniel morgen tot umkippt, haben wir erst recht ein großes Problem. Ja, also okay, es ist alles auf GitHub, es ist alles Open Source, auch unseren ganzen Kram hier haben wir jetzt 100% auf GitHub liegen, das heißt also nichts, was wir hier irgendwie, auch meine ganzen Skins und so weiter, liegt da auch alles, was aber ohnehin nicht irgendwie komprimiert oder kompiliert ist, das heißt also in diese Reaper-Config-Zip, die könnt ihr einfach mal aufmachen und mal reingucken, wie die Lage da eigentlich so aussieht, beziehungsweise auch innerhalb eurer Reaper-Verzeichnisse. Das ist also alles komplett public und alles, was wir jemals machen werden, bleibt auch public. Und bis auf den Reaper-Core ist ja auch alles Open Source. Also auch SWS ist ja komplett Open Source. Was mal ganz schön schrecklich ist, was man da so an Codequalität findet. Aber um das mal so ein bisschen durchzuiterieren. Also bei Reaper selber würde ich sagen, die Lage ist so, der Firma selber geht es, glaube ich, ganz gut, CocOS. Die wird nach wie vor gut gekauft. Die hat einen guten Spot auf dem Markt. Das heißt also, dass die pleite gehen, sehe ich nicht so richtig. Die werkeln gerade mit mittelmäßigem Hochdruck an der 5.0er-Version, über die aber so noch wenig publiziert worden ist. Ich würde vermuten, dass sie die vielleicht irgendwo im Sommer raushauen. Dann wird auf jeden Fall erstmal so ein, zwei Monate Funkstille sein. Dann würde ich da erstmal gucken, so was ändert sich hier und wo kommt man da wie dran. Da kann es gut sein, dass da eine Shitload-Arbeit auf mich zukommt, um zu gucken, was ist kompatibel, was ist nicht kompatibel, was gibt es als neuen Möglichkeiten, die Sachen vielleicht einfacher machen, als es bisher war, was fällt vielleicht weg irgendwie an Eingreifmöglichkeiten. Wenn sie beispielsweise anfangen, die API umzustricken, dann hätten wir schon ein mittelgroßes Problem. Haben sie aber bei den letzten Major Releases eigentlich auch nicht gemacht. Von daher glaube ich schon, dass sie da einigermaßen vernünftig sein werden. Nichtsdestotrotz, die 5.0 wird, denke ich, erstmal ein Problem. Bis dahin würde ich sagen, machen Reaper-Updates selber die Welt immer nur besser und schöner und stabiler. Ich teste die in der Regel so ein, zwei Tage durch und gibt dann irgendwann Entwarnungen auf den mir zur Verfügung stehenden Kanälen. Und bisher ist exakt noch nie auch nur das kleinste Problem aufgetreten. Also Reaper-Updates sind in der Regel safe. Komplett anders ist es bei SWS. Das ist schon ein bisschen eine Chaotentruppe. Ich dachte, sie seien jetzt eigentlich komplett tot, womit ich auch hätte leben können. Aber nein, jetzt schieben sie also wild Geschichten raus, aber machen halt auch wieder cooles Zeug. Was ich jetzt machen werde für die 1.2, das seht ihr hier, ist, dass Check for New Versions für SWS deaktiviert ist. Das heißt also, ich gehe eigentlich davon aus, dass wir jetzt mit der 1.2 exakt eine von uns als Table und brauchbar verfügbare Version von SWS mit installieren. Ist ja Teil des Installers auch. Und von da ab sollen die Leute erstmal die Finger davon lassen, bis wir eine nächste Release rausnehmen, die dann wieder eine sinnvolle SWS-Version hat. ja, naja, viel Glück damit. Der Punkt ist, ich hatte zwei Beta-Releases von SWS, wo richtig Sachen broken waren. Ja, also die machen schon mal Sachen kaputt bei ihren Beta-Releases. Von daher wäre auch hier generell meine Devise, dass wir, sofern nicht die Not ganz, ganz groß ist, nur Stable-Releases von SWS dann ausliefern und mit reinpacken in unsere Distribution selber. Und ansonsten, wer da halt irgendwie rumhacken möchte, der kann das gerne tun, aber es ist dann halt auf eigene Gefahr. Ihr habt immer die Möglichkeit, wieder unseren Installer drüber laufen zu lassen und der mangelt das dann alles wieder über. Ja. Von daher kommt ihr da also immer wieder zurück. Aber generell würde ich sagen, von SWS-Updates erstmal bis auf Weiteres die Finger lassen. Wir haben jetzt aber einen Stand, wie gesagt, es ist Open Source, wir haben selber auch schon den Code reingeguckt und auch schon den einen oder anderen Patch bei denen committed, den sie auch aufgenommen haben. Die Codebasis, die wir jetzt haben, ist soweit erstmal relativ stabil. Das heißt also, den Status Quo, mit dem du jetzt produzierst, der bleibt dir ja erhalten. Den nimmt dir ja so ja auch keiner mehr weg. Ja, das heißt also, wenn es brutal kommt, sind wir vielleicht irgendwie hier und da dann von weiteren Zukunftsfeatures abgeschnitten, aber so total desaströs ist der Status Quo ja jetzt auch nicht, den wir jetzt mittlerweile schon erreicht haben, um es mal so zu sagen. Ja. Also von daher,
Soundflower, das Problem lösen wir ohnehin jetzt gerade, und zwar auf Open-Source-Basis. Reaper sehe ich eigentlich sehr optimistisch, dass das gut wird. Da muss man nur gucken, was die Fünfer bringt. SWS bin ich jetzt sehr konservativ und würde da nur Major-Releases ausliefern. Wo wir jetzt schon aus dem Nähkästchen plaudern, ich sehe mit Freude und leichter Überraschung, das Betriebssystem unten drunter bei dir ist Yosemite. Ja. Ich bin sicherheitshalber noch auf Mavericks geblieben, weil ich ganz viel gelesen habe von wegen, es gibt USB- und Audioprobleme und dies und das. Also wir haben jetzt hier auch unsere Produktionsrechner hier im Sendezentrum, laufen beide noch unter Mavericks. Das war uns also auch wichtig, jetzt hier nicht noch mehr irgendwie Fehlerquellen reinzubringen. Und ich habe jetzt unter Yosemite auch selber erst eine einzige Sendung produziert. Die ist noch nicht gepublished. Also es läuft bei mir jetzt mittlerweile gut und stabil. Ja, also auch von Yosemite gab es ja schon irgendwie die ersten ein oder zwei Patches. Es ist ein paar Reaper-Versionen weiter. Wir haben etliche Patch-Versionen von unserem Ultraschall-Treiber nochmal nachgeschoben. Presonus hat Updates rausgebracht. Also es ruckelt sich jetzt so gerade ganz gut zurecht. Ich würde sagen, man ist jetzt so eigentlich in der Phase, wo man es ganz gut mal probieren kann, ein Update zu fahren. Aber wenn man in solchen Situationen wie hier ist, ja, 1000 Leute draußen an den Bildschirmen und Hunderte hier in der Halle, da würde ich dann nach wie vor eigentlich eher sagen, never change a running system, und das dann eher auf Mavericks weiterfahren, bis man es wirklich parallel mal getestet hat und ein paar Wochen wirklich glücklich damit war. Aber die Lage wird sichtbar besser. Okay. Sonst noch Ideen, Fragen? Ja? Albert Martin. Gibt es eine Möglichkeit, dass, wenn man auf den Rekord-Button drückt, die Geschwindigkeit auf 1 gestellt wird? Was macht ihr alle immer mit der Geschwindigkeit? Weil das war der Bug, den wir hatten, als wir telefoniert haben, wo ich gesagt habe, dass die Waveform läuft davon. Da stand es nämlich noch auf 1,5 und der hat zwar schon, also hat eine 0,66 aufgenommen, hat es aber versucht richtig anzuzeigen. Was macht er denn für Sachen? Weil das noch auf 1,5 zum Schneiden stand. Ja, aber wieso schneidest du und machst dann die nächste Aufnahme? Wer macht denn sowas? Das ist diese 11-Spuren-Folge gewesen und ich dann einen nach dem anderen. Weia. Also ich kann auch selber dran denken, aber... Da wäre ich mir jetzt nicht so sicher, dass ich den Button parametrisiert kriege. Also was sehr einfach ist, ist, dass ich dir hier einen Menüeintrag mache, aber das ist natürlich dann wieder so maximal uncool. Ja? Also man, für die Aufnahme will man schon so einen Button drücken. So. Ja? Also schwierig, glaube ich. Ich schreibe es mir mal auf, aber es scheint mir schwierig. Ich mache es mal in meiner Recherche für die 1-2. Interessanter wäre eigentlich eine Einstellung, ob man das nicht über die Settings generell deaktiviert, dass gar keine Aufnahme mit Mehrfachgeschwindigkeit irgendwie möglich ist. Weil wofür zum Hölle soll das jemals sinnvoll sein? Ja? Nee. Ja. Okay. Sonst noch was? Okay, ansonsten würde ich sagen, ich sitze ja noch ein bisschen und vor allen Dingen haben wir ja auch unser schnuckeliges Nicht-Forum, wo ja also gerne jetzt hier, Herr Max Schneider schreibt was aus Berlin. Kniffliges Thema. Da wäre ich vorsichtig. Gut, ja, wir haben hier ja unser schönes Board. Wer noch keinen Account hat, schämt euch. Sendegate.de, das Zentralorgan für Podcasting in Deutschland. Auf einer schmucken, fashion, modernen Webplattform. Und dort nicht GitHub, genau. Wo wir auch hier zum 31C3 unsere ganzen verschiedenen Geschichten haben. Und dort findet ihr bei Kategorien ja das Ganze schön nach Themen und Gebieten geclustert und unter anderem jetzt auch unseren Ultraschallbereich und hier das Brainstorming ist dann ja direkt hier das
oberste Posting. Da könnt ihr dann also gerne dann noch entsprechende weitere Ideen, Wünsche, was auch immer unten drunter posten. Alles, was ich so jetzt hier auch an Grundlagenforschung hier in dem Bereich dann noch rein investiere, das protokolliere ich dann auch alles immer in dem Forum, sodass wir da alle einigermaßen auf demselben Stand sind. Okay, dann würde ich sagen, vielen Dank bis hierher und weiterhin frohes Senden. Danke.